Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ja, heute geht's nach China. Ich habe euch ja gesagt, ich werde euch hinter den Kulissen von Modern Goalkeeping zeigen. Deswegen besuchen wir heute die Produktionsstätte, also eher morgen, weil heute fliegen wir erst nach Xiamen. Das ist die Stadt, dort, wo wir produzieren. Und ja, wie gesagt, ich zeige euch mal in die neue Produktion, was da alles abläuft. Neue Produkte kommen auch, deswegen bin ich auch sehr aufgeregt. Das ist mein zweites Mal jetzt in China und ja, ich nehme euch auch wieder mit. Nicht vergessen, liken, subscriben. Wir sehen uns im Flieger. Let's go. Can you say, get the groove? Get the groove. Loading, loading, shock the lyrics like I'm bowling, bowling. Pushing on, keep rolling, rolling. And when I listen, but I told him one more time. Your favorite MCs, bronze or silver. These raps here are golden. Ein ganz interessanter Fakt ist, wisst ihr, dass heute Argentinien die Weltmeisterschaft gewonnen hat und ich war einfach live dabei. Ich blende euch mal die Videos hier rein. Auf jeden Fall geht es jetzt 3 Stunden nach Xiamen, Xiamen. Ich weiß immer noch nicht, wie die Stadt heißt. Ja, wir sehen uns dort oder vielleicht sehen wir uns erst morgen. Später. Guten Morgen, Freunde aus China. Es ist 9.30 Uhr. Der Besitzer der Fabrik holt mich gleich ab. Aber erstmal geht's zum Frühstück. Und ja, hier ist mein Hotelzimmer. Gestern noch Roomservice bekommen. Und schaut euch mal die Aussicht an. Ich sehe einfach das Meer da hinten. Also jetzt zum Frühstück und dann gleich ins Office. Und ich zeige euch alles. Let's go. Auf jeden Fall ein großes Frühstück hier. Und ich zeige euch mal, was so die chinesischen Traditionen sind. Guck mal, hier gibt es schon so Suppe. Das ist, glaube ich, auch irgendwas sehr asiatisch, was schon zum Frühstück gibt. Hatte ich auch noch nie. Aber heute fühle ich irgendwie, dass ich gar nicht so viel essen möchte. Etwas Früchte, das reicht auch. Guck mal, was es schon bei Früchte gibt. Hier kannst du Meeresfrüchte schon essen. Muscheln, alles hier dran. Freunde, in der Fabrik angekommen. Ihr seht schon, hier sind tausende Boxen voller Samples. Meine sind auch schon fertig. Hier sind die Grip Mod Leggings, noch bessere Qualität wie die letzte. Ein paar Sachen aufgeschrieben, schon alles anprobiert. Und ja, richtig gute Dinge, das Material stimmt, Qualität ist super. Ein paar kleine Änderungen. Ja, dann haben wir schon fast die finalen Samples. Und guck mal, ich bin hier einfach so auf dem 20. Stock. Und gleich geht's auch in die Fabrik, denn ja, diese kleinen Änderungen werden noch ein bisschen angepasst und wir schauen uns noch mal die ganze Produktion an. So, Freunde, in der Fabrik angekommen. Ihr seht hier, hier wird das Material geschnitten. Alles sehr professionell. Ich will die Jungs auch nicht stören. Wir gehen auch gleich zum anderen Department. Insgesamt hier sind hier irgendwie 4-5 Stockwerke voller Produktion. Hier sind wir in im Stitching Department, also wo alles zusammengenäht wird. Ihr seht, hier geht's ab. Das ist schon krass, alles passiert so automatisch. Krank. Leute, schaut mal, wie geil die ganzen Läden hier aussehen. Jetzt gehen wir Dumplings essen. Mal gucken, wie das Essen hier in China ist. Also als erstes gibt es hier so eine Suppe. Schmeckt eigentlich richtig gut. Und gleich kommen die Dumplings, die da im Bild sind. Unser Essen. Ich habe letztens in Thailand gelernt, wie man einfach hier mit isst. Und wir probieren jetzt gleich. Also ich muss sagen, es ist nicht das erste Mal, wo ich Dumplings esse. Aber probieren wir mal. Hey, okay, mit Chopsticks? Yes, 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 Chopsticks. Good. Aha. Also, als ich die letzte Mal in New York gegessen habe, waren die etwas anders vom Geschmack, aber vielleicht war das Fleisch auch bei mir anders. Aber im Großen und Ganzen schmeckt sehr gut. So, ich bin wieder an dem Flughafen. Es geht wieder zurück nach Bangkok. Ja, in dem Vlog konnte ich euch leider nicht zu viel verraten, weil ja, in der Firma gibt es immer noch so Geheimnisse, die einfach nicht nach außen dürfen. Aber ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, vergiss nicht, subscriben, liken, denn es kommen viel, viel mehr Vlogs jetzt aus Bangkok, aus Thailand. Es geht zu einer Insel. Und ja, wir sehen uns im nächsten Vlog.